Neue Architektur in der Dahltropstraße in Gütersloh. Im modernen Ambiente präsentiert sich Wolters Immobilien jetzt neu. Das Unternehmen ist seit 2001 erfolgreich am Markt vertreten. Organisiert werden Notartermine bis hin zu Handwerkerarbeiten. Dabei liegt ein besonderer Schwerpunkt der Arbeit ganz woanders. Ich sehe das bei mir so, dass die menschliche Seite bei mir überwiegen soll, dass der Kunde eigentlich so behandelt und bedient wird, als wäre ich auch der Kunde. Das empfinde ich eigentlich als speziellen Service und dass man auch gewisse Dienstleistungen erbringt, die auch nicht vergütet werden, die man für mich ist es einfach normal, jemanden auch da zu begleiten. Oder selbst wenn ein Geschäft abgeschlossen ist und es gibt immer mal noch Dinge zu regeln, dass ich sage, gerne, selbstverständlich, ich kümmere mich darum. Das ist für mich eigentlich ein spezieller Service. Apropos Wohntrends, welche Trends lassen sich in Gütersloh festmachen? Die Kunden sehen also im Moment so eine Lebensabschnittsimmobilie, also die Häuser für die Familien mit Kindern. Und im Augenblick ist der Trend sehr stark, dass man mit zunehmendem Alter eine schöne Wohnung sucht, möglichst citynah mit Fahrstuhl. Das ist also im Moment sehr gefragt. Man möchte dann sich von den großen Häusern mit den großen Grundstücken trennen, um einfach unkomplizierter wohnen zu können. Ich kann häufiger Urlaub machen, schließe nur die Tür ab, muss nicht sehen, wer sprengt meinen Garten. Und diese Entwicklung finde ich auch sehr, sehr positiv. Früher hieß es ja, hier trägt man mich raus. Das muss bis ans Lebensende sein. Und heute sieht man wirklich, wie ist mein Lebensabschnitt, wo lebe ich jetzt gerade und wie möchte ich dann weiterleben. Und im Moment ist der absolute Trend, selbst auch für die Familien mit Kindern, sie möchten alle wieder zentrumsnah wohnen. Die kurzen Wege sozusagen. Kurze Wege zur Innenstadt ist also der Trend zurzeit in Gütersloh auf dem Wohnungsmarkt. Aber wie muss die Wohnung beschaffen sein? Da ich auch sehr gerne vermiete, auch da ist es so, dass mittlerweile eigentlich nur noch die schönen Wohnungen, das heißt also entweder renovierter Altbau oder die Neubauwohnungen, die maximal 10 Jahre alt sind, gefragt, die Wohnung aus den 70er, 80er Jahren nicht mehr so sehr, es sei denn, der Vermieter ist bereit, auch da mal zu investieren. Aber auch bei den Mietwohnungen ist es so, dass also selbst die Paare, die mobil sind, gerne zentrumsnah wohnen möchten. Nicht nur von den Paaren, wir haben ja auch immer mehr Singles, auch die wollen sehr schön wohnen, möglichst citynah und auch großzügig. Es gibt natürlich auch hin und wieder den Bedarf für kleine Apartments, aber im Schnitt doch eher sowas, wie wir eben gesehen haben, die große Wohnung, citynah. Ganz wichtig ist immer ein großer Balkon, am liebsten sogar die Penthouse-Wohnung mit der Dachterrasse. Das ist sehr begehrt, aber auch da haben wir natürlich dann immer Kaufpreise, die auch finanzierbar sein müssen. Welche weiteren Angebote vermittelt Wolters Immobilien noch? Eine schöne Villa im Stadtpark, aber so viel Villen im Stadtpark haben wir auch nicht, aber sowas bietet man schon sehr gerne an. Aber auch die bezahlbare Doppelhaushälfte oder das Reihenhaus, die Eigentumswohnung von 2-Zimmer-Wohnungen bis 4-Zimmer-Wohnungen, das ist das, was ich alles sehr gerne anbiete. Genauso im Vermietungssektor, ob Gewerbeflächen oder Wohnungen oder Häuser. Was man nicht ganz so gerne macht, wo immer wieder die Anfragen kommen, sagen wir mal jetzt Internetcafé oder Imbissstuben, weil die meisten Vermieter da auch sehr, sehr hohe Auflagen vom Ordnungsamt haben. Da halte ich mich lieber etwas raus, aber ansonsten ist das Spektrum sehr breit gefächert. Sie suchen etwas? Hier kommen die Öffnungszeiten von Wolters Immobilien. Von montags bis freitags von 9 Uhr bis 12.30 Uhr. Und nachmittags von 15 Uhr bis 18 Uhr. Und weitere Termine nach Veranstaltung.